Ja, also jemand hat meine Frau belästigt. Ihre Frau? Ja, meine Frau, meine Ex-Frau. Sekunde. Justizvollzugsanstalt Südstraße. Ich werde heute eine Art Feldstudie machen im Knast und mal schauen, wie die Menschen da so sind, die anscheinend irgendwann mal in ihrem Leben einen schweren Fehler gemacht haben. Guten Morgen. Guten Morgen, Presseausweis, ne? Ist es eigentlich wahr, dass man damit überall Prozente kriegt? Ja. Muss der mit? Ja, das wäre nett. Dankeschön. Du willst ja hoffentlich gleich kommen, wa? Ja. Filmst du? Ja. Von Datenschutz halten die nicht viel. Schuster Manfred. Zeig mal. Für 2009 sitzt der drin. Ja, vertraulich, aber liegt hier einfach so rum. Freigang genehmigt, guck mal, der darf raus. Nora, das freut mich endlich. Ja, oh, ja, vielen Dank nochmal. Total super, ich freue mich. Das ist ja nicht immer ganz so einfach. Den Schuster haben wir hier direkt. Ich weiß jetzt nicht, ich will ja nicht, dass man da davon wahrscheinlich mit der Kamera. Wir haben auch nicht geguckt. Okay, ja, okay, gut. Nee, Manfred Schuster ist auch. Ach, Manfred Schuster. Keinen einzigen Ausbruch gehabt. Herr Schuster, freut mich sehr, dass Sie Zeit für mich finden konnten. Darf ich Sie fragen, warum Sie hier sind? Ja, letztendlich sitzt er ein, weil ich mag gar nicht so wirklich drüber sprechen, weil es mir so leid tut, davon zu erzählen. Also eigentlich war es eine gefährliche Körperverletzung. Ich bin verurteilt worden wegen versuchten Totschlags, aber dann wurde das reduziert und so. Also eine sehr komplizierte Geschichte, aber... Ja, also jemand hat meine Frau belästigt. Ihre Frau? Ja, meine Frau, meine Ex. Der war eifersüchtig irgendwie. Keine Ahnung, dem ist einfach mal die Hutschnur geplatzt. Der scheint ein sehr engagierter, braver Bürger gewesen zu sein und dann hat er irgendwann, ist er ausgerastet. Chef Vogel, seine Frau, erwischt die beiden, schnappt sich den Tacker und tackert ihm die Klöten an den Schreibtisch. Es ist letztendlich, glaube ich, gar nichts so Ungewöhnliches. Es ist nur eine sehr extreme Form. Schuster, kommen Sie bitte. Und irgendwann platzt es auf. So. Irgendwann ist es der letzte Tropfen. Guten Tag. So, wie Sie sehen, sehen Sie hier die Produktionsstätten. Mhm. Hier, dann zeig doch mal der Frau vom Fernsehen hier, der Frau Knote, wie du so ein Ding machst. Brauche ich ein bisschen schneller, ne? Ja. Fragen Sie mal den Fettsack da drüben, ob es ihm Spaß macht. Ist das der Manni Schuster? Ja. Was haben wir denn da geschehen? Besten Dank. Herr Schuster, Resozialisierung. Die Stunde mit Frau Nora Meinl. Mhm. Helfen die Ihnen denn? Haben Sie das Gefühl, Sie können eines Tages da wieder rausgehen in die Welt und dort leben? Auf jeden Fall. Also auch wenn ich jetzt jemandem mal Gewalt angetan habe, an den Genitalien, habe ich das Gefühl, dass ich trotzdem wieder fähig bin, das nicht zu tun. Also absolut, das war ja nur ein einmaliger Ausraster. Würden Sie mir einen Gefallen tun, vielleicht das da weglegen? Bitte, nicht zu ungut. Ist es? Ach, jetzt seien Sie nicht so ängstlich. Ich bin ein total netter Kerl. Wirklich. Das glaube ich sofort. Hat mir Nora auch erzählt, sonst wäre ich ja auch nicht hier. Fassen Sie mal an. Oh, schön warm, ja? Ja, wie ein Mensch, oder? Okay. Ich glaube, wir sind fertig. Vielen Dank, Herr Schuster. Ja.